Die Stadt Duisburg hat einen neuen Todesfall infolge einer Corona-Infektion melden müssen. 65 Menschen in Duisburg sind bislang an den Folgen einer Infektion verstorben. Innerhalb eines Tages meldete die Stadt 11 Neuinfektionen. Zum Stand Montagabend gab es insgesamt 2.347 gemeldete Corona-Fälle. Nach Abzug der Genesenen und Verstorbenen sind aktuell 129 Duisburger mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem Bericht von Gesundheitsdezernent Krumpholz infizieren sich in Duisburg aktuell vor allem junge Leute mit dem Virus. 20 Menschen werden aktuell in Kliniken stationär behandelt. Das Gesundheitsamt hat bislang knapp 36.700 Duisburger auf eine Covid-19-Infektion getestet. Die Stadt und der Duisburger Hafen wollen den Lkw-Verkehr in Duisburg regulieren. Vor allem das Wildparken in Wohngebieten soll mit dem Aktionsplan Lkw-Verkehre künftig unterbunden werden. Und zwar mit einer Kombination aus Angeboten und Verboten, wie es Oberbürgermeister Sören Link formulierte. Um die Lkw-Park-Problematik wie hier in Rheinhausen zu verbessern, wollen die Stadt und der Hafen die Zahl an Stellplätzen erhöhen. Auf dem zukünftigen Lokport 6 in Walsum sollen deshalb Parkmöglichkeiten auf einer Fläche von gut 10.000 Quadratmetern für 30 Lkw und 80 Zugmaschinen entstehen. Auch in Ruhrort sind mehr Parkplätze vorgesehen. Zusätzlich zu den Stellplätzen wollen Hafen und Stadt jeweils auch Sanitärgebäude für die Fahrer bauen. Das Duisburger Landgericht hat die Haftstrafe eines Duisburgers wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material in zweiter Instanz bestätigt. Bereits Ende 2019 verurteilte das Amtsgericht den 63-Jährigen zu 2 Jahren und 3 Monaten Gefängnis. Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung mehr als 15.000 Fotos und hunderte Videos, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Der Angeklagte rechtfertigte sich damit, sein Laptop müsse gehackt worden sein. Die Berufungskammer sah nach einer kurzen Beweisaufnahme allerdings keinen Grund, etwas am Urteil des Schöffengerichts zu ändern. Im Wintersemester 2019-2020 waren an den Hochschulen in der Metropole Ruhr rund 286.500 Studierende eingeschrieben. Über 5.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes IT-NRW hervor. An der Uni Duisburg-Essen waren mit rund 43.000 Studenten zum Zeitpunkt der Erhebung die zweitmeisten Studierenden eingeschrieben. Spitzenreiter im Ruhrgebiet bleibt die Fernuniversität Hagen. Das Explorado Kindermuseum macht Pause. Ab dem 31. August macht das Museum vorübergehend zu. Damit reagiert das Explorado auf die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen. Dem Museum mangelt es wegen fehlender Schul- und Familienausflügen an Einnahmen. Die Zeit der Pause wolle man trotzdem nutzen, um sich konzeptionell neu aufzustellen, fällige Umbaumaßnahmen anzugehen und nötige Verhandlungen mit Partnern und Sponsoren zu führen. Einen Zeitpunkt der Wiedereröffnung hat das Explorado Kindermuseum nicht bekannt gegeben. Der MSV Duisburg hat einen neuen Verteidiger verpflichtet. Tobias Fleckstein wechselt ablösefrei von Holstein Kiel nach Duisburg. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft über die kommenden beiden Spielzeiten. Für Kiel kam Fleckstein in den vergangenen beiden Spielzeiten 45 Mal in der Regionalliga zum Einsatz und erzielte dabei 2 Treffer. Zuvor spielte Fleckstein im Nachwuchs von Schalke 04 und wurde dort 2019 deutscher A-Jugendvizemeister. Freuen kann sich der MSV auch über eine Finanzspritze vom Deutschen Fußballbund. Rund 350.000 Euro gibt es aus einem Drittliga-Fördertopf für den Zebra-Nachwuchs. Laut DFB bekommen die Vereine das Geld bis spätestens zum 30. September. Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen oft grau und ungemütlich in Duisburg. Am Mittwoch gibt es weiter kaum Sonne. Stattdessen regieren dicke Wolken, die ab Mittag bis zum Abend auch immer wieder für leichte Schauer sorgen. Dazu wird es windig bei Höchstwerten von 19 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es meist bewölkt. Bis zum Mittag droht auch wieder leichter Regen. Erst gegen Abend kommt die Sonne mal durch. Die Werte kommen auf maximal 22 Grad. Der Freitag startet noch regnerisch. Im Laufe des Tages gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von bis zu 22 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird morgen unter anderem auf der Koloniestraße in Neudorf Süd und auf der Düsseldorfer Straße im Dellviertel geblitzt. Baustellen sorgen zum Beispiel in Rheinhausen für eine Vollsperrung auf dem Kahlacker. Betroffen ist der Kreuzungsbereich zur Schmiedestraße. Bis Anfang September ist hier noch mit Einschränkungen zu rechnen. Und in Vierlinden ist wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung die Kreisauer Straße im Einmündungsbereich zur Gördeler Straße gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt.